Ich zeige euch heute das perfekte Beef Tartare. Dazu braucht man hochqualitatives Rindfleisch und die perfekte Würze. Wir verwenden heute das Beste vom Besten, den Lungenbraten. Es gibt natürlich auch andere Fleischsorten, die man verwenden kann, zum Beispiel die Rinderschale oder auch das Hüfelsteak. Und dann nimmt man das Fleisch und schneidet es in dünne Scheiben. Man kann das Fleisch auch beim Fleischer seines Vertrauens entweder faschieren, einmal oder zweimal, das haben wir auch vorbereitet, oder man hackt es mit der Hand. Dann schneidet man Streiferl. So, wenn ihr das dann fein geschnitten habt, dann tun wir das Ganze hacken, dass es wirklich fein wird. Da haben wir jetzt für gute 2 Portionen Fleisch geschnitten. Pro Person rechnet man ca. 15 Deka Fleisch. Und das geben wir jetzt in eine Schüssel. Jetzt gehen wir es an. Jetzt tun wir unser Beef Tartare würzen. Ich habe meine Lieblingsgewürze vorbereitet. Wir nehmen zuerst einmal Salz und Pfeffer. Ganz wichtig. Da kann man schon ordentlich würzen. Salz noch wichtig als Pfeffer. Dann kommen wir zur Worcestersoße. So was hat man sicher auch daheim. Braucht es nicht so viel, reicht ein kleiner Schuss. Dann haben wir Antichon-Senf. Man kann normalen Senf auch verwenden, aber der ist geschmacklich einfach noch eine Spur besser. So. Dann haben wir Paprikapulver. Da könnt ihr ruhig ein bisschen mehr. Das ist nicht so heikel. Dann haben wir da Schalotten. Ist hier noch Geschmack, wie man es gerne hat. Dann haben wir da die kleinen Gurkel. Kann man natürlich auch große verwenden. Man kann sie da wirklich austoben und reintun, was am schmeckt. Dann haben wir Petersilie. Kann man fein hacken, kann man gröber hacken. Dann haben wir da die Kapern. Die sollte man eher feiner hacken. Und wichtig ist nicht zu viel, die sind sehr geschmacksintensiv. Und dann haben wir noch Ketchup. Das könnte man noch weglassen, aber es macht es ein bisschen süßer. So, und zum Schluss dann noch den Eidotter. Wichtig ist, dass man da ein frisches Ei nimmt, weil das ja alles roh verzehrt wird. So, dann haben wir mal die wichtigsten Grundzutaten. Man kann das natürlich auch jetzt noch mit seinen Lieblingssachen verfeinern. Ich habe da zum Beispiel noch Sardellen, getrocknete Tomaten. Oder man kann auch Cognac rein tun, dann gut durchmischen und dann haben wir es auch schon bald geschafft. Ist perfekt, so können wir es lassen. Aber dann kommen wir zum Anrichten. Da kann man wirklich alles machen, was man will. Ich habe jetzt zum Beispiel so ein Förmchen, dann kann man so einen runden Turm basteln. Ein bisschen was rein tun. Ich habe da so ein praktisches zum Draufdrücken. Ja, und schon ist unser Türmchen fertig. Dann ist noch perfekt dazu ein Toastbrot. Einfach toasten und dann drauflegen. Und dann kann man es noch garnieren und dann ist schon fertig. So, und lasst es euch schmecken.